Ich bin der Wilhelm, ich komme aus Oberbayern und putze dort Toiletten in einem Restaurant. Und ja, da ich so viel mit Toiletten zu tun habe, erkläre ich euch jetzt auch einen meiner besten Toilettenwitze. Warum lassen Blondinen immer, wenn sie auf Toilette gehen, die Tür offen? Du sollst den Witz erzählen. Damit niemand durchs Schlüsselloch gucken kann. Mit dem nächsten Kandidaten begrüßen Sie hier unseren Grünkandidaten aus Hessen. Yay. Darf ich anfangen? Ja. Okay. Also, steht ein Mann vor einem Spiegel und fragt sich, wer der hässliche Typ da neben sich ist. Hä? Nächster Beitrag von unserem Checkerboy! Hi Leute, habt ihr Bock? Raus! Junge, chill mal. Ist doch alles okay, ja? Ich will doch nur einen Witz erzählen. Ihr werdet bestimmt lachen. Wisst ihr, wie ich Leute nenne, die so in der Schule sind? Nein. Streber! Eine Eins! Scheiße! Schlecht! Wisst ihr, was ihr seid? Scheiße! Schlechte Jury! Weil ihr nämlich eine unfaire Jury seid. Ihr müsst mal daran denken, okay, also, dass wir nicht alle Möglichkeiten haben hier als Teilnehmer, ja? Ihr seid scheiße, der letzte Dreck und Kacke! Wie heißt du? Alexander. Also Fritzchen und sein Vater sind im Gartenhäuschen. Da sagt der Vater zu Fritzchen, kannst du bitte mal den Rasen sprengen? Nach einer kurzen Weile hört der Vater einen lauten Knall. Er rennt raus zu Fritzchen und fragt ihn, was war denn das? Fritzchen antwortet, ja, ich dachte, ich sollte den Rasen sprengen. Begrüßen Sie hier Otto. Ich erzähle euch jetzt meinen Witz. Ein Rotkäppchen läuft durch den Wald und dann hört sie ein komisches Geräusch hinter so ein paar Büschen. Und dann schiebt sie so die ersten Sträucher vorbei und dann sieht sie halt den bösen Wolf und der hat ganz rote Augen. Und dann fragt sie, na großer Wolf, warum hast du denn so große Augen und bist so angestrengt? Und dann sagt der Wolf, geh dich verpissen, ich bin am Koten. Ich hätte gewinnen sollen. Nein, ich. Ihr habt ja keine Ahnung. Mein war der Beste. Lass uns mal eins klarstellen, Jungs, ja? Wenn ihr einer gewonnen habt, dann bin das also ich. Bei deinem Witz hätte nicht mal meine Oma gelacht. Das? Halt, die Leute! Nicht streiten. Es geht ja hier nur um eins, ne? Die Entscheidung wurde gefälscht. Was? Gestern kam ich zu früh und was sehe ich? Na? Was ist das? Ein Geschenk. War alles gefälscht. Alex ist ein scheiß Witzerzähler und er hat einfach nur Geld. Ass, 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 Joker, Joker, Winner. Scheiße. Jemand hat unseren Freund Alex geklaut. Ich nehme zwei Karten. Für mich ebenfalls wäre eine gute Idee an. Ups. Du auch? Och, ich bin mit meinen jetzigen Karten ganz zufrieden. Stimmt doch dein Scheißblatt. Versuch's doch. Ich bin doch raus. Was sagt er? Alex, was sagst du? Ich hab keine Ahnung. Tja, ich leg da mal ein paar. Straße. Full House. Hi Jungs, lang nicht mehr gesehen.
wie geht es euch? Sagt ihr nicht Hallo zu einem alten Freund? Und jetzt nimmt Alex das Ding vor den Mund. Ihr wisst, wie empfindlich er ist. Wir sind doch alle Freunde, Otto. Wir sind Freunde, nicht wahr? Pass lieber auf, Joni. Sonst passiert hier noch was. Sind wir nicht Freunde, Joni?